Texte, Texte, Texte. Aufgespannt zwischen Sehnsucht und Verachtung, zwischen Agnostizismus und Melancholie, zwischen Misanthropie und Kulturpessimismus. Doch es gibt auch Hoffnung zwischen den Zeilen. Sie ist aber nicht für jedermann. Kallion. Kallion ist eine Fantasy-Geschichte für Erwachsene und hat das Lesegefühl eines historischen Romans. Die vielschichtige Handlung gleicht einer gewobenen Tapisserie, die süchtig macht nach mehr. Der Leser begegnet einer rauen, feudalen Welt, die historische Tiefe und Hypotheken einer gewaltsamen Vergangenheit besitzt. Es ist aber auch eine Geschichte des Aufbruchs aus der Beengung des eigenen Standes und der gesellschaftlichen Bestimmung. Es ist eine Geschichte der ungleichen Gegensätze, die doch zueinander finden können. All dies geschieht unter dunklen Vorzeichen einer Völkerschlacht, dem klassischen Sujet eines Fantasy-Genres. Bestellbar, idealerweise beim Periplaneta Verlag, aber auch zu finden auf meiner E-Shop-Webseite und natürlich auch käuflich über die berühmte Shopping-Plattform, die Dr. Evil gehört. Und nun weiter mit unserem Programm. Willkommen zu der 9. Geschichte aus der Reihe zu fremden Gestaden, in der ich mich mit Corto Maltese von Hugo Pratt beschäftige, einer Comicsfigur, die mich schon eine ganze Weile immer wieder begleitet und die ich sichtlich faszinierend fand und über die es immer wieder so viel zu sagen gibt, finde ich, was ja dann auch nicht verwundert, wenn man doch sieht, dass Corto Maltese einer der feuilletonistisch am meisten behandelten Comicsgestalten aller Zeiten ist. Da ist einfach stets etwas Verlockendes an ihm. In dieser 9. Geschichte, die den Titel trägt La Conga delle Banane oder Tanz um Bananen, befinden wir uns auf einer fiktiven Insel, die den Namen Mosquito trägt. Und diese Insel ist im Begriff, ihre Unabhängigkeit auszurufen, doch zugleich ist sie massiv unterwandert von allerlei Akteuren, die dort ihr Süppchen kochen. Das hier ist also eine reine Agentengeschichte aus den Tagen des Ersten Weltkriegs. Und obwohl die Insel erfunden ist, mutet es so an, als ob sich das besagte Eiland ebenfalls in der Region der Jungferninseln befindet, also irgendwo östlich von Puerto Rico. Und das hat schon auch irgendwie einen indirekten Querverweis in sich, denn die Geschichte von Puerto Rico ist ja oft so stark mit der Geschichte der USA verbunden und der Agitation der Amerikaner in der Karibik und in Lateinamerika. Und das ist sichtlich etwas, was hier auch thematisiert wird. Und das macht aber dann auch diese Geschichte, die einerseits am Anfang der 70er Jahre gezeichnet wurde und sich am Anfang des 20. Jahrhunderts abspielt, trotzdem so seltsam aktuell. Da klingt plötzlich einiges mit, das vertraut anmutet. Die Seite 41 hier ist ein großartiges Beispiel für kreative Comicskunst, die eben die Vorzüge des eigenen Mediums auslotet und damit Dinge tut, die eben ein anderes Medium nicht zur Verfügung hat. Die ganze Geschichte, die dreht sich um einen MacGuffin in Form dieses Aktenkoffers hier, für den andere Menschen bereit sind zu sterben, obwohl wir letztendlich nie erfahren werden, was in diesem Koffer drin ist. Und wer sich da wundert, ob vielleicht diese Idee Quentin Tarantino abgeschaut hatte für Pulp Fiction, wer weiß. Ich meine, die Einflussdimensionen von Corto Maltese auf andere Kultur- und Kunstbereiche ist ja schwer überschaubar. Mehr kann man dazu nicht sagen. Die Spur dieser Geschichte führt in das Rumbita,
ein Etablissement, in dem Corto Maltese nicht das erste Mal aufschlägt. Nun besteht kein Zweifel daran, dass das hier ein Bordell ist. Natürlich wird das nicht wortwörtlich so gesagt, da diese Geschichte im Piff-Magazin erschien. Und obwohl ich ideologisch alles andere als ein Förderer der Prostitution bin, genau das Gegenteil ist der Fall, muss ich gestehen, dass das hier einige der besten Zeichnungen sind, die ich bei Corto Maltese gesehen habe. Das war etwas, was ihm wirklich gut gelang, in seinen Paneelen die Stimmung und Atmosphäre eines solchen Lokals oder Etablissements festzuhalten. Wir lernen hier Esmeralda kennen. Die ganze Seite ist nur großartig, muss ich sagen. Also wir lernen Esmeralda kennen, eine Dirne, die eigentlich aus Argentinien stammt. Pikant ist sichtlich, dass Corto in Buenos Aires bereits ihre Mutter gekannt hat und sich an Esmeralda erinnern kann, als sie noch ein kleines Mädchen war. Muss ich erneut die Frage stellen, wie das in der Redaktion von Piff Gage angekommen ist. Interessant ist auch, dass hier Golden Rosemouth ebenfalls das Sagen hat. Weit weg von Bahia, möchte man meinen, mischt sie eben bei dieser neuen Staatsgründung kräftig mit. Das ist ein klassischer, sehr kultiges Hugo Pratt-Panel, finde ich. Einfach großartig. Nun begegnen wir Venexiana Stevenson, die so eine Art käufliche Doppelagentin ist, mit einer eher flüssigen Loyalität. Ich glaube, die ist ein wenig so der Flapper-Szene nachempfunden, die nur wenige Jahre später in der USA entstehen sollte. Übrigens geht der Begriff Bananenrepublik, denn auf das spielt der Name dieser Geschichte, Tanz um Bananen, spielt natürlich auf die Idee, dass man einige Länder in diesen Regionen paternalistisch und oft herablassend als Bananenrepubliken bezeichnet. Dieser Ausdruck geht auf den Schriftsteller O. Henry zurück und seinen 1904 erschienenen Roman Kohlköpfe und Könige, Cabbages and Kings, der sich in Honduras abspielt. Und interessant ist aber auch, dass ich ja O. Henry schon mal in einem meiner anderen Videos erwähnt hatte, denn eine andere Erzählung von O. Henry war Inspiration für Hergé, als er Tintin zeichnete, die Inspiration, die Figur des arabischen Jungen Abdallah zu erschaffen. Denn in einer Kurzgeschichte von O. Henry beschreibt er die Entführung eines Kindes, das so schrecklich und so ätzend und so unerträglich ist, dass hinterher die Entführer den Eltern Geld zahlen wollen, damit sie das Kind wieder zurücknehmen. Also es ist eine etwas humoristische, überspitzte Story. Und auf jeden Fall war sie die Inspiration zu der Figur von Abdallah bei Tintin, aber das nur am Rande. Die geostrategischen und imperialistischen Machenschaften der USA in Lateinamerika, häufig getarnt hinter einer Export-Import-Firma, waren ja damals ein echtes Thema. Und die Firma hieß hierbei United Fruit Company und dieser Aktionismus bildet in vielerlei Hinsicht eine taktische Grundlage für die Gründung späterer Organisationen, allen voran dem CIA. Doch bereits 40 Jahre vor der Gründung der CIA engagierten sich USA in Südamerika bei Regime-Change-Machenschaften, Black Ops, Attentaten. Der notorisch schlechte Ruf der USA bezüglich einer imperialistischen Außenpolitik hat also viel tiefere Wurzeln, die weit über Vietnam, Chile und Panama hinausgehen. Kann man erneut sehen, dass Hugo Pratt einfach ein Meister des Statischen ist und nicht unbedingt nicht so sehr der Bewegung, verglichen dann mit diesem Bild zum Beispiel. Hier erleben wir Esmeralda an der Gatling Gun. Das nimmt sicherlich allerlei Hollywood-Fantasien vorweg.
einfach nur großartig. Das ist ja noch alles recht lange, bevor solche Frauenfiguren en vogue wurden in der modernen Popkultur. Und Golden Rosemouth taucht hier plötzlich auf, die Anführerin der Macumba-Hexen. Und damit geht diese Erzählung zu Ende. Und ich hoffe, das war interessant und bot euch einige interessante Impulse. Also ich kann ja nur empfehlen, sich die Schreiber- und Leserbände von Corto Maltese zuzulegen. Für die ganz tiefgründigen Comics-Enthusiasten erschien all das parallel auch in einem Schwarz-Weiß-Format. Ich habe mich eindeutig für die kolorierten Versionen entschieden. Einerseits, weil ich die Farbgebung von Patrizia Zanotti sehr gerne habe, aber auch deswegen, weil man Corto Maltese unterschiedlich rezipieren kann. Und man kann es entweder als Comics-Kunst rezipieren oder man kann es aber natürlich auch als dieses eskapistische Vehikel rezipieren mit seiner tollen Atmosphäre. Und da gehören für mich einfach die Farben irgendwie dazu. Wie dem auch sei. Wir sehen uns bald wieder, wenn es um die 10. Geschichte von Corto Maltese geht mit dem Titel Voodoo für den Präsidenten, damals im italienischen Original Voodoo per il Presidente, und dazu dann beim nächsten Mal. Macht's gut!